reden wir über Casper, Proof of Stake, Proof of Work. Bei Proof of Work, wie zum Beispiel Bitcoin, typische Proof of Work Blockchain, läuft es ja so ab. Man geht her und sagt, okay, es gibt so ein Lotteriesystem und die ganzen Miner müssen hergehen und müssen diese Tickets ziehen. Das ist einfach eine Rechnung, die sie machen. Und alle circa 10 Minuten gewinnt einer von den Minern. Indem er gewinnt, bekommt er derzeit 12,5 Bitcoin plus. Er kriegt auch die ganzen Transaktionsfees von den Transaktionen, die er in diesen Block, den er gerade gemeint hat, reinschreibt. Und er macht sozusagen diesen Block, der jetzt da ist, und dann wird das von den anderen Minern bzw. von den anderen Full Nodes wird das verifiziert. Das Problem an dem Ding ist natürlich, dass es schweineteuer ist. Man muss extreme Stromkosten, und es hat auch teilweise einen unglaublich zentralisierenden Effekt. Ich meine, das merkt man ja. Es gibt halt so ein paar Mining-Pools, die poolen das dann alles zusammen, und das hat dann natürlich, sagen wir mal, vielleicht nicht so die optimalen Vorteile, oder? Und dann sagt man, okay, wie könnte denn das sonst noch laufen? Und wie das sonst noch laufen könnte, ist über den sogenannten Proof of Stake. Was man da macht, ist, man lockt, also man sperrt Tokens oder Coins auf seiner Wallet ein und muss die Wallet online halten. Und dafür bekommt man, weil man online ist, plus weil man das Ganze sozusagen da ist und bestätigt, bekommt man für das Geld, was man hat, bekommt man neue Coins. Also wie bei dem Minen werden so diese Coins reingeneriert. Plus, dadurch, dass man online ist, wird auch das System gefestigt. Gibt zum Beispiel jetzt bei Dash zum Beispiel, ist jetzt kein traditionelles Proof of Stake, aber bei Dash ist zumindest so, dass wenn du einen Masternode hast, wo das Ganze auch für das Mixen verwendet wird, dass es anonym ist, da kriegst du dann eine Rendite, das sind halt dann, keine Ahnung, 6 oder 8% pro Jahr. Wenn du zum Beispiel bei PIVX eine Masternode hast, dann kriegst du deutlich mehr, die haben teilweise 20%. Schau mir das bei Stratis an. Bei Stratis sind es nur 2 oder 3%. Da stake ich selber. Ist jetzt nicht so der Overburner. Aber gut. So, Ethereum, traditionelles Proof of Work. Die Blöcke dort sind deutlich kleiner. Die Blöcke sind teilweise 1 oder 2 Minuten oder teilweise noch kürzer. Also die sind wirklich deutlich schneller. Nicht so wie bei Bitcoin so lang. Also die können auch bei Ethereum 15 Sekunden sein. Also die gehen wirklich schnell. Und da geht man jetzt her und sagt, okay, wie könnte man Schritt für Schritt von dem Proof of Work rübergehen zu dem Proof of Stake. Und das ist dieses Casper-Protokoll. Was dieses Casper-Protokoll im Prinzip macht, ist, dass derzeit, wenn es dann integriert wird, das ist noch nicht aktiv, da fehlen auch noch einige genaue Details. Wenn ich in Singapur bin, bin ich gespannt, ob ich den Vitalik wieder mal treffe. Der ist hin und wieder in Singapur, der ist bei uns auch in der Firma Advisor, und dann spreche ich da auch immer wieder drüber, dass jeder hundertste Block nicht Proof of Work sein wird, sondern Proof of Stake. Was bedeutet das? Man nimmt seine Ether, staked die, das heißt, ich sperre die sozusagen auf meiner Wallet ein, wird es dann gewisse Zeiträume geben, wie lange ich diese Ether eingesperrt haben muss, und sperre die ein und kriege dafür eine Rendite. Das wird halt dann so durchgestreut, und soweit ich das bis jetzt erkannt habe, will Vitalik das so machen, dass ungefähr 6-8%, ähnlich wie bei Dash, pro Jahr dafür ausgeschüttet werden. Und dann muss man halt schauen, wie schnell oder wie wird denn dieses Proof of Work aufgelassen bei Ethereum, also diese Miner dann eben nicht mehr dadurch sozusagen viel bekommen, und wie schnell geht das rüber zu Casper über dieses Proof of Stake. Es wird Schritt für Schritt passieren, also für die von euch, die jetzt irgendwie Miner nicht jetzt glauben, dass das ganze Ding weg ist. Prinzipiell bin ich eher ein Freund von Proof of Stake. Klar, ich sehe das natürlich auch aus Investorensicht. Ich sehe halt bei den Minern einfach teilweise das unglaubliche Ressourcen auffressen, und das sehe ich halt irgendwie nicht so positiv, oder? Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Es gibt natürlich einige andere interessante Ansätze beim Minen, und Christopher, ich werde deine Frage gleich beantworten. Zum Beispiel ganz, wo ich wirklich das Minen richtig cool finde, das ist zum Beispiel, gibt es einige Pools, die das auch in China machen, die gehen her und sagen, wenn ein Energiekonzern, also ein Elektrizitätskonzern, überschüssige Energie hat, anstatt dass die dann einfach so abbuffern, weil gibt es ja immer Spitzenzeiten und so weiter, oder gerade in der Nacht, dann gehen die her und minen diese Elektrizität weg, so kriegen sie vielleicht sogar einen Gewinn für den überschüssigen Strom. Und da macht es für mich schon teilweise Sinn, also ich kenne das ja bei uns in Innsbruck, wo ich aufgewachsen bin, mit den Wasserkraftspeichern, da wird ja sozusagen das Wasser raufgepumpt, um die Elektrizität abzubauen, und danach wird das Wasser wieder runtergelassen, wenn man halt den Spitzenstrom braucht. Und über das Minen könnte man es auch einfach richtig gut abbuffern. Da würde ich, das finde ich okay, aber jetzt einfach sinnlos hier Strom rauspulvern,
Ja, muss man sich natürlich schon auch ein bisschen überlegen, inwieweit ist das zielführend oder inwieweit ist das. Das muss man sich halt einfach dann überlegen. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich bin schon ein Freund von dem Staking, weil ich finde es nicht so schlecht. Christopher fragt hier, kann jeder staken oder nur die Großen? Es wird definitiv so sein, wie ich das verstanden habe, dass wirklich jeder staken kann. Mir ist jetzt nicht bewusst, dass das nicht so gewollt ist bei Ethereum. Es ist ja auch bei Stratis so, dass zum Beispiel jeder staken kann. Auch bei PIVX, glaube ich, kann jeder staken. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es kann sein, dass bei PIVX, dass man ein gewisses Minimum braucht. Nein, braucht man ein gewisses Minimum bei PIVX. Bei Stratis kann wirklich jeder staken. Dann sind natürlich die Renditen niedriger. Bei Dash kannst du auch nur mit mindestens 1000 Dash staken. Das heißt, da brauchst du derzeit knapp 70.000 Euro ungefähr, 80.000 Euro je nach Dashwert, also das ist natürlich schon viel. Soweit ich das bis jetzt verstanden habe, soll es bei Ethereum so sein, dass jeder staken kann. Es soll hier niemand ausgeschlossen sein. Finde ich eine gute Möglichkeit. Also ich finde es auch wichtig, dass jeder staken kann, weil sonst geht es wieder in diese, die Großen haben den Vorteil gegenüber den Kleinen und das finde ich überhaupt nicht gut.